Hi, my name is Amy Lansky. Hallo, mein Name ist Amy Lansky. Ich bin die Autorin des Buches Unheilbar, das Versprechen der Homöopathie. Ich wurde gebeten, Ihnen heute etwas über die Gründe zu erzählen, warum ich das Buch geschrieben habe und was Sie darin finden können. Zunächst möchte ich Ihnen aber etwas über mich selbst erzählen. Mein Hintergrund ist der der Computerwissenschaft. Ich habe meinen Doktor gemacht an der Stanford-Universität in Computerwissenschaft und ich habe lange gestreute Einführung in die Homöopathie, alles, was Sie überhaupt nur über die Homöopathie wissen wollen, außer die spezifische Verwendung von spezifischen Mitteln, ist darin abgedeckt. Aus diesem Grund wird es häufig als Lehrbuch für die Studenten, Studierenden der Homöopathie auf der ganzen Welt benutzt. Es ist auf Deutsch erhältlich und auf Englisch natürlich. Man kann es auch auf Arabisch, Griechisch und Tschechisch bekommen, das Buch. Es ist auch ein Buch, wo man einen leichten Zugang findet. Und deswegen denke ich, ist es das sich am besten verkaufteste Buch der Homöopathie, allgemeine Homöopathie. Und viele Behandler sagen auch ihren Patienten, Patientinnen, dass sie es lesen sollen. Und es macht auch Spaß, es zu lesen. Ich denke, ein wichtiger Faktor ist, dass viele Menschen ihre Patienten, Patientinnen ihre Krankengeschichte, ihre Heilungsgeschichte erzählen durch die Homöopathie. Diese Geschichten sind im ganzen Buch verteilt und illustrieren viele Schlüsselpunkte, die ich versuche zu vermitteln. Was finden Sie also in dem Buch? Erstmal die Entwicklung der Geschichte, beginnend bei Hahnemann in Deutschland und auch die Verwendung der Homöopathie in den Vereinigten Staaten. Dann komme ich zur homöopathischen Philosophie, wie Homöopathen, Homöopathinnen Krankheit verstehen und auch die Heilung. Ich spreche darüber, wie und warum Krankheit in uns entsteht und ich schreibe auch über die unterschiedlichen Methoden der Behandlung, was der Unterschied ist zwischen Unterdrückung, das ist das, was die meisten konventionellen Medikamente machen, und Heilung, die Heilung einer Krankheit.